Und da geht's weiter mit Angry Birds Epic. Hier wieder den Level 41er wollten wir jetzt noch mitbenutzen. Schauen wir uns das wird. Ich hoffe mal ein Blitzmagier. Ach, immer noch der scheiß Paladin. Na gut, dann nehmen wir den Paladin mit. Er macht zwar viel Schaden, aber ist halt nur Einzelangriff, ne? Das mag ich nicht so toll. Ein Bambusschild, 104 Leben weniger. Na, ganz klasse. Lohnt sich der 41er bei 5 Wellen? Eigentlich ja nicht, ne, wa? Was haben wir hier für einen? Ne, den will ich aber halten. Den Paladin vielleicht. Bei 5 Wellen ist das eigentlich total schnuppe. Nehme ich den mit. Und werde ich auf jeden Fall den roten dafür das nächste benutzen. Ja, das ist ein bisschen schwerer. Da der nicht ganz so toll ist. 681 Leben, da hat da jeder andere von mir fast ja doppelt so viel Leben. Versuchen wir es einfach mal. Versuch es wert. Den 41er damit benutzen bei einer 10er oder 7er Welle. Für eine 5er Welle finde ich ihn ein bisschen Verschwendung irgendwie. So, Menü. Ah. Doofe Kackdingensen von Zombie-Schweinen. Gut, schon mal wenigstens alle richtigen getroffen. Na komm, mach du den kaputt. Okay, 176 Schaden. Irgendwie ist das nutzlos, der Champion. Oh, nice. Wenn wir es da den mitnehmen. Auch wenn ich gerade ernsthaft Überlegung war, den einfach sausen zu lassen, weil die Gegner einfach viel stärker sind. Die 50 Schnäuzinger eigentlich. Ah, ja, komm. Komm, gönnt euch mal ein bisschen mehr Schaden da drauf. Ja, und der letzte auch noch, Alter. Hast du einen Arsch offen, Junge? Was ist denn mit dir verkehrt? Ruf Gespenster herbei. Nee, danke. Nee, danke. Ich muss erstmal heilen. Also kommt er doch her. So, Schaden macht er eh keinen. Ach, ich hätte die Paladin nicht mitnehmen sollen. Ist einfach eine Grütze, der Typ. Alter, levelt jetzt doch mal, Alter. Ich sehe euch schon die ganze Zeit immer auf dem gleichen Level rumgimpeln. Oh, so ein kleiner nur ist ja süß. Und der wird wahrscheinlich auch nicht töten können. 183. Oh, der ist schon mal wieder vergiftet. Autsch. Tschu. Achso, er hat überlebt. Ja, logisch. 24 Leben, warum nicht? Gönnt man sicher. Oh, ganze zwei Schnäuzlinge, Wahnsinn. Für so ein Riesenmonster nichts bekommen, einfach mal. Gar nichts, null. Nada, könnt ihr jetzt auch aufhören, zu riesig zu sein? Gib mir schon ein bisschen auf die Eier, so minimal, ganz minimal. Vor allem, ich gehe nur auf den gleichen, weißt du? Immer auf den gleichen. Ich habe noch nicht gesehen, dass die den irgendwie anders, irgendeinen anderen angegriffen haben. Jetzt kommt die Runde, der Typ hier oben wieder. 500 Leben, Wahnsinn. Ja, warum sollte es auch treffen? Ist doch kein Ding. Piu! ...50% Chance daneben zu schießen. Ja. Der ganz klasse jedes Mal. Immer wieder ganz klasse. Ich bin so minimal angepisst von diesen Geistern. So ganz minimal. Vielleicht hört man es ja aus meiner Stimmlage heraus. Alter, das hier geht mir so auf den Sack. Vor allem, ich treffe auch mit gar nichts hier, oder? Stirb jetzt, du hässliches, räudiges Drecksvieh. Und er hat 500 Leben, dann sollte ich auf jeden Fall den zuerst angreifen. Pam, weg mit dir. Alter, 5 Minuten fast für 2 Wellen, das ist einfach mal lächerlich peinlich. Ich bin ein Level 25er. Und diese Viecher sind so ekelhaft. Welches Level sind die eigentlich? Ja, Level 20, gönnt euch. Ich hätte jetzt mit euch wetten können, dass er es überlebt hat. Was macht er für einen Schaden? 10.000? Nö, 462 nur, ist ja okay. Tja, können wir den irgendwie erledigen? 183 zu 176. Wer hätte das gedacht?
Wird leider nicht gestunt. Und ich habe das Gefühl, er wird gestunt hier und nicht der da. Ja, warum auch nicht? Genau so muss das sein. So, nee, will ich nicht. Ich kann das ruhig tanken. Jetzt kriegt er mein Parley in den Schaden und der ist dann fast schon tot. Ja, ich bin froh, so ein bisschen die ganzen Rezepte zu haben. Die sind ziemlich nützlich. Die Items meint natürlich nicht, die Rezepte. Die habe ich mir irgendwann früher mal gekauft. Und der hat es überlebt. Es war sowas von klar. Oh Gott, der ist sowas von tot. Oder doch nicht. Oh Gott. Ey Leute, Mann, holy shit. Oh, der muss erstmal weg. Oh Gott, Jesus, ey. Ich hasse diese Zombies. Die gehen mir so auf den Sack und sie überleben es. Und jedes Mal kriege ich. Leute, ich brauche Freunde, die wirklich was drauf haben. Ohne Scheiß. So Level 18 halt, kann ich überhaupt gar nicht gebrauchen. Die haben einfach nichts drauf. Die Charaktere sind nicht ganz so stark wie meine aktuellen, die ich eigentlich bräuchte auch für das Level. Alter, dem werde ich so in den Arsch treten, dieses Drecksirrlicht. Weg mit dir. Du wirst ja nicht noch einen einzigen irgendwie mit deinem Scheißschild schilden. Ja, sehr clever. Ich weiß. Tschiu. So, jetzt kriegen wir wieder Schaden, theoretisch 40 Damage. Bam! Und das war, glaube ich, nicht so clever gewesen. Das ebenfalls nicht. Ah, mein Gott, ich mache so viel Fehler. So much Mistakes. Ja, wir haben also so viel Saft, das ist mir Stulle gerade. Deswegen habe ich die irgendwann mal gemacht, um die benutzen zu können. Und es wäre echt nice, wenn ich mal mehr als zwei Schnürzchen rauskriegen würde von drei Geistern, die auch so mega abfuck sind. Das ist unglaublich. Nee, das muss ich machen. Ich kann ihm ja so eine Fähigkeit geben. Juhu, ich mache bestimmt 500 Schaden. Wahnsinn. Ja, da ist man richtig neidisch, oder? Oh Mann, ey. Ich hasse diese Zombies. Lass mich in Ruhe damit. Mega Käse ist das einfach nur. Ich habe das Gefühl, ich werde die nächste Runde auch noch nicht töten können. 1729 Leben. Das ist definitiv noch kein Tod. Außer irgendjemand krittet hier jetzt hart. Das ist okay, ist unsinnig. Ach ja, er ruft da noch mehr herbei. Yay! Gut. Müssen wir ihm gleich mal den Tod geben. Ich könnte mit der Bardin eigentlich heilen. Eigentlich sollten die alle tot sein. Um uns auch ein paar mehr Pünktchen zu geben. Und auf den hier. Tschu, da kriege ich bestimmt so ganze 5 Schnäuzling raus. Bisher einen einzigen. Ja, ein Schnäuzling. Wir brauchen mehr. Ist doch nur das Wichtigste in diesem Spiel. Sogar, man braucht einfach mal 5 Milliarden Schnäuzling, um mir alles zu 133 Punkte gerade mal. Ich habe gerade so den dritten Stern bekommen. Gerade so. Ein Bambusschild. Ich habe gerade so den dritten Stern bekommen. Wirklich minimal. Das war sowas von knapp. Könnt ihr euch gerne nochmal im Video in, keine Ahnung, Zeitlupe. Der HTML-Player hat irgendwie so eine Geschwindigkeitsregulierung. Könnt ihr euch ja nochmal gerne angucken. 133 Punkte. Jetzt will ich gucken, wie viel der Typ hat. Ich wette mit euch, er hat so 270.000 Punkte. 288.000 Punkte, Alter. What? War doppelt so viele wie ich. Na gut, ich habe jetzt so einen Harry Potter Besen gerade gesehen. Hier, als Belohnung, so einen komischen Harry Potter Besen. Struppiger Besen. Das ist aber auch totaler Käse. So, ich wette mal, der Paladin hat sich nicht verändert. Okay, finde ich gut. Dann heilt er sich wenigstens mal ein bisschen hier. Können wir auf jeden Fall die Bardin, glaube ich, rausnehmen. Aber dann ist der beschissen. Da muss ich ganz kurz mal die Blitzzauberklasse nehmen, damit ich die Bardin rausmachen kann, denn die Heilung brauche ich dann ja nicht mehr, wenn unser Paladin jedes Mal verteilt. So, nee, das war es nicht. Oh, obwohl, das ausgewählte Ziel hat 3 Runden lang 25% Schaden. Ah, das ist natürlich noch besser. nee, ich behalte das mal, obwohl das auch nicht so schlecht klingt, das Ding. Aber dann würde ich halt Stats verlieren, ne? Okay, was haben wir wieder Neues?
bla bla bla. Bla bla bla. Okay. Ja, wir brauchen also, insgesamt brauchen wir 25 mal 2000 Schnäuzlinge. Das sind 50.000 Schnäuzlinge. Plus nochmal die 25 mal 500, die 7500. Naja, so ein bisschen mehr. 12.500 könnte sein. Für die Bronzeklassen. Ist einfach nur lächerlich, ohne Scheiß. Ich hatte gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass der Paladin ausgewechselt wurde. Oh, zwei AOE-Klassen, einen fetten Heiler dabei mit unserem Paladin, der einfach mal mega viel heilt pro Attack. Diese Bubble Witch zweisagige Werbung gibt mir so auf den Sack ohne Scheiß. Keine Zombies, Gott sei Dank. Pam, tot. Ist das toll, wenn Leute mal auf dem Boden fliegen und verschwinden. Oh, der hat der hat keinen Counter bekommen. Tschu. Ja, die Klasse sind sind einfach viel cooler gerade. Der Mage, die Bardin macht halt nur Einzelschaden. Bomben. Hm. Der muss erstmal weg, der geht mir so auf den Sack, der Typ. Der hat so viel Leben jedes Mal. Cool, und sich anzugreifen ist auch eine sehr clevere Taktik, definitiv. Ah, er hat einen Konter, ist ja auch sehr clever. Sag mal, mein Paladin hatte gerade keinen Dings unter ihm, hat das gesehen? Er konnte also gerade anscheinend nicht angreifen, aber naja. Ein Hit und der Blitzmagier ist wieder komplett voll geleached. 3, 6, 7 Gegner. Gönnt euch. Juhu! Zack! Pam! Zack! Ja, Paladin, warum solltest du auf eine andere Einheit gehen? Geh immer schön auf den, der am wenigsten Leben hat und von jedem one-handed wird. Tu es dir an. Du bist so clever. 1095 Schaden. Ich will auf jeden Fall so eine... Ich will Level 41 sein. Vor allem, die Dinger werden immer stärker. Und die lächerlichen Kreaturen, die sind gerade mal Level... Wahrscheinlich sind sie Level 21, wa? Level 20, okay. Der reiche Schurke auch 20. What's up? Dann kann man ja noch eine Runde über ihm Zeit, da lassen wir den einfach mal. Der wird sich dann schon durch AOE-Angriffe töten lassen. Hehehe. So, erstmal eine kleine Heilung. Tschu! Schnäuzlinge, ganz viele Schnäuzlinge. Krass. Ich finde es lustig, dass es einfach schon berechnet wird, noch nicht mal, wenn ich den besiegt habe. Das ist einfach nur lächerlich. Das System sollten wir auf jeden Fall mal überdenken. Ich kriege die Schnäuzlinge schon, bevor ich überhaupt den Gegner besiegt habe. Wahrscheinlich gehen die davon aus, wenn ich diesen Gegner besiege, dann muss ich automatisch auch den Rest besiegen, weil ich es durchkriege wahrscheinlich. Es ist sehr merkwürdig. Ja, wenn ihr öfters mal genauer hingeschaut habt, dann habt ihr es auch gesehen, dass schon die Schnäuzlinge gut geschrieben wurden, obwohl die Einheit noch nicht mal getötet wurde. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ja, der ist ja auch gleich. Letzte Wave. Schauen wir mal, kriegen wir genug Dings zusammen? Nee, gleich. Nochmal schön 5 Angriffe auslösen. Tada! Ja, und geschafft. Maximale Punkte. Wir haben auch jeden besiegt. Zwar haben wir jetzt nicht gewartet, dass einer neue Einheiten beschworen hat, aber ist mir egal. Solange warte ich nicht, so viel habe ich... So viel Zeit habe ich nicht. So, da haben wir den Besen. Den Harry Potter Besen. Der bringt uns leider aktuell gar nichts. Halt, außer dass wir unsere Rezeptsammlung etwas vervollständigt haben. Ja, damit ist auch dieses Ding erledigt. So, ich denke mal, ich bin Platz 2. Ich bin Platz 2. Schauen wir mal hier. Bestimmt wieder 10 Wellen. Gibt es eine schöne Handtasche für... eine Obsttasche für unsere Bardin anscheinend.
Ja, das werden wir dann auf jeden Fall mit dem... Oh, John Mike ist höher, Travers Borden. Krass. Werden wir dann wieder mit dem Level 41er machen. Solange aber machen wir eine kurze Pause. Sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn wir dann wahrscheinlich wieder mehr Klassen gekauft haben. Aktuell können wir uns da dann alle Klassen kaufen, wa? Wenn sie denn drankommen würden. Denn wir haben genug Schnäuzlinge, brauchen nur noch 12.000 für alle. Und 3.600 halt für die ganzen Goldklassen. Und dann müssen wir nur noch die Rezepte kaufen von dem Säfte-Typ da, von dem Item-Typ, die auch nochmal so teuer sind, die ich nicht mal kaufen kann, weil sie einfach nicht gekauft werden, weil ich gebe zwar Schnäuzlinge aus, aber ich krieg da nichts wieder. Ich hoffe mal, wenn beide Geräte auf der gleichen Version sind, dass sich dieser Fehler behebt. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall dem Support nochmal schreiben. Das sind dann nur aktuell gerade 10 Tickets, die ich schon gemacht hatte zu dem Spiel. Ich habe noch nie ernsthaft ein buggigeres Spiel gesehen als dieses hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ansonsten kann ich hier nichts mehr sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen wieder mal. Ich freue mich wieder auf die neuen Kommentare, die dann kommen werden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.